Hallo und herzlich willkommen zu Anstoß FCM, dem neuen Live-Talk vom Café Zentral und der Digitalagentur Korrektur nach oben. Mein Name ist Daniel George und ich moderiere und darf hier heute schon die zweite Folge moderieren unseres neuen FCM-Talks und habe mir dafür natürlich wieder Gäste eingeladen. Ich sitze im Café Zentral in Magdeburg am Hasselbachplatz. Thomas Haufe vom FCM-Blog ist mir zugeschaltet und ja, gleich mal die Frage, Thomas, wo du sitzt. Offensichtlich vor einer Fahne. Ja, genau. Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung. Ja, ich sitze zu Hause vor der Fahne, genau. Und zu Hause ist in deinem Fall, wir hatten letzte Woche den Alex Schnorr zu Gast, deinen Kollegen vom FCM-Blog. Zu Hause ist in deinem Fall nicht in Gießen wie bei ihm, sondern in Magdeburg? Nee, ist tatsächlich in Magdeburg, ja. Genau. Ein FCM-Fan aus Magdeburg, das ist... Schön. Selten, den wir hier zu haben. Nee, wir haben noch einen zweiten Gast, der heute hier dabei sein wird, und zwar Christopher Hanke, Ex-FCM-Spieler, Aufstiegsheld und jetzt Zwickauer Spieler. Der ist aber gerade im Quarantäne-Trainingslager und das kann sich noch ein kleines bisschen verzögern, bis er hier zu uns stößt. Aber Thomas, ich würde sagen, da lassen wir uns nicht von abhalten. Wir fangen einfach schon mal an, denn wir haben relativ viele Themen, die hier auf meinem Zettel stehen und über die wir sprechen wollen. Das Größte ist, glaube ich, es geht weiter, der Fußball. Der DFB hat am Montag gesagt, okay, wir dürfen weiterspielen. Was denkst du denn darüber, dass es weitergeht? Ja, da schlagen tatsächlich auch zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Also zum einen, klar, für die Protagonisten und für die Spieler ist das sicherlich auch irgendwo mal wieder schön, ihrer Arbeit nachzugehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch eine gewisse Freude da ist. Ah, sehr gut. Wir hören den Christopher Hanke schon, sehr gut. Wir sehen ihn noch nicht, ich zumindest nicht, aber wir hören ihn. Also ich höre euch ganz gut, muss ich sagen. Ah, und jetzt sehen wir dich auch. Hervorragend. Ja, perfekt. Und sehen tue ich euch auch perfekt. Top. Christopher, wir sind schon live. Die Leute sehen dich schon. Willkommen im Livestream. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben gerade schon kurz abgesteckt, wo wir gerade sind. Ich im Café Zentral am Hasselbachplatz, der Thomas bei sich zu Hause vor einer FCM-Fahne in Magdeburg und du vor einem Cappuccino-Foto irgendwo. Ja, nee. Nee, doch nicht. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Zimmer im Hotel angekommen. Also wir hatten vorher noch Training und dann noch eine Mannschaftssitzung und jetzt haben wir gegessen zusammen und jetzt sind wir wieder im Hotel. Okay, im Hotel ist wo genau? In Zwickau oder? In Zwickau direkt, ja genau. Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben gerade schon angefangen, ein bisschen zu sprechen. Wir wollen uns heute unterhalten darüber, dass die dritte Liga weitergeht. Und was da alles so mit dabei da dran hängt. Da hängt unter anderem ein Trainingslager mit dran und ein bisschen so ein kleiner Quarantäneknast für euch Spieler, ja? Ja, das hast du ganz gut formuliert. Ja, so ungefähr läuft das ab. Das heißt, kannst du vielleicht nochmal erklären für diejenigen, die es nicht wissen, was dürft ihr gerade, was dürft ihr nicht, wo dürft ihr sein? Was dürfen wir? Ja, so viel ist das gar nicht, ja. So gut wie gar nichts. Wir hängen halt alle in unseren Zimmern ab. Die Hoteletage ist abgesperrt für uns. Wir kriegen separates, abgepacktes Essen, bewegen uns quasi von Hotel zum Trainingsplatz und wieder zurück. Ja. Alles andere ist aufs Minimum reduziert. Also Zweimannzimmer sind es. Aber das war auch nur, glaube ich, mit Ausnahmegenehmigung, so wie ich das mitgekriegt habe, genehmigt quasi, und ja, das ist für die Woche jetzt unser Leben, ja. Ich meine, geht natürlich immer schlechter, gar keine Frage, aber es ist alles natürlich ein bisschen merkwürdig, würde ich mal vorsichtig formulieren. Man hört es dir an, du bist nicht sehr glücklich damit, ja? Ja, was heißt nicht glücklich? Ich meine, ich mach's, weil ich es machen muss, sagen wir es mal so, aber weiß ich nicht, ob das so den Sinn erfüllt oder was dahinter steckt, das kann ich mir jetzt auch nicht so ganz erklären, weil ein gesunder Menschenverstand, der sich dieses Hygienekonzept, worunter das ja alles läuft, durchliest und mal kurz drüber nachdenkt, der wird feststellen, gut, das widerspricht sich ja alles irgendwie so ein bisschen. Aber es wird so vorgeschrieben, daran muss man sich halten und man akzeptiert es, nimmt es hin und versucht das Beste draus zu machen. Bevor wir da gleich noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil da gibt es, glaube ich, viele Punkte, die, glaube ich, zu kritisieren sind und die auch einfach fragwürdig sind, wie das umzusetzen sein wird in den nächsten Wochen, begrüßen wir erstmal noch alle Leute, die uns zugucken und die auch hier fleißig, ich sehe es vor mir auf dem Bildschirm, schon in die Kommentare schreiben und uns begrüßen und auch Fragen stellen. Das wollen wir nämlich auch, dass ihr heute wieder den beiden Gästen eure Fragen stellen könnt. Und wir haben eine relativ seichte, aber doch entscheidende Frage von der Sophie bekommen. Was ist euer Lieblingsessen? Christopher, vielleicht fängst du an. Das gibt's, dein Lieblingsessen würde ich mal vermuten, aktuell nicht, oder? Das gibt's aktuell nicht, ja. Das ist sehr
einseitig, würde ich mal sagen. Das war Anfang der Woche, oder was heißt Anfang der Woche, vor 2 Tagen gab es tatsächlich Wurstgulasch. Das war natürlich nicht so toll organisiert. Jetzt gibt es so diese üblichen Sachen, was man halt im Hotel zu spielen gibt: Nudeln, Kartoffeln, Reis, so dieses Alibi-Essen, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, wie gesagt, das ist, man nimmt es halt so hin, ja. Ich meine, den Leuten wird es auch nicht einfach gemacht. Die müssen sich auch an gewisse Vorschriften halten. Und ja, es ist suboptimal. Könnte immer besser sein, aber ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen. Ich meine, der Verein, also mein Verein aktuell, gibt sich Mühe, und von daher ist es schon okay. Wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Jetzt müssen wir noch die Frage nach deinem Lieblingsessen klären, abseits der Fußballquarantäne. Oh, mein Lieblingsessen, das ist schwierig. Ich meine, bin jetzt seit fast einem Jahr verzichte ich auf Fleisch. Deswegen ist das gerade so ein bisschen abwechslungsreich einfach. Ich esse gerne Chili Sin Carne, muss ich sagen. Das ist halt Chili con Carne nur ohne Fleisch. Das ist aktuell so mein Favorite, beziehungsweise Süßkartoffeln bin ich auch ein bisschen hängen geblieben drauf. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, aber so richtig speziell festlegen kann ich mich gerade gar nicht so. Ich verzichte seit 4 Wochen auf Fleisch. Also vielleicht kannst du irgendwelche Tipps geben, was ich da noch essen kann. Ich muss sagen, mir fehlt es gar nicht so sehr, ne? Also ich hätte gedacht, vorher ganz viel Fleisch gegessen, jetzt seit 4 Wochen tatsächlich nicht, was noch nicht so eine lange Zeit ist. Aber ich hätte gedacht irgendwie, das fehlt einem mehr. Ja. Absolut, ich dachte auch am Anfang, ich war auch ein absoluter Fleischesser. Ich bin quasi groß geworden damit. Mein Dad, mein Opa haben immer gesagt: Junge, du brauchst Fleisch, das macht dich stark, das brauchst du. War eine Zeit lang auch so, hatte ich zumindest das Gefühl, aber je mehr man sich so damit beschäftigt hat, desto plausibler ist es einfach geworden für mich. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp einem Jahr verzichte ich auf Fleisch. Und mir geht es ganz gut damit. Ich meine, jeder muss da selber für sich entscheiden. Ich bin da nicht so einer. Ich meine, oft bei Veganern, Schrägstrich Vegetariern, gibt es ja nur schwarz oder weiß. So bin ich nicht. Ich würde das jedem freistellen. Ich drücke da auch gar nicht meine Meinung auf. Aber mir geht es prinzipiell besser damit. Und ich habe nicht mehr so Magenprobleme, in Anführungsstrichen, was die Verdauung angeht. Von daher kann ich es jedem empfehlen. Was Rezepte, ja, das hatten meine Freunde und ich. Wir hatten auch dieses Problem, unserer Kreativität da, was die Gerichte angeht, freien Lauf zu lassen. Das war echt schwierig, muss ich sagen. Aber wir sind dann, ohne Werbung zu machen, auf einen Lieferservice gekommen, die uns dann einmal die Woche mit ein paar Gerichten beliefert haben. Und die haben wir gesammelt natürlich, und jetzt sind wir da ganz gut aufgestellt und haben da verschiedene Varianten, die uns in die Richtung unterstützen, sage ich mal. So, und jetzt kommt Thomas und erzählt uns, dass Steak sein Lieblingsessen ist, wahrscheinlich. Nee, nicht ganz. Bratkartoffeln von Oma und Soljanka. Oh, sehr gut. Ja, hört sich gut an. Ja, hört sich tatsächlich auch gut an. Sehr schön. Thomas, wir haben dich vorhin unterbrochen. Ich hatte dich gefragt, was du davon hältst, dass es weitergeht jetzt in der dritten Liga, dass der DFB-Bundestag das am Montag beschlossen hat. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie Christopher das sieht. Ich denke schon, dass aus Spielersicht das sicherlich irgendwo auch bei aller Kritik jetzt auch an dem Hygienekonzept etc. pp., dass das schon auch für den Spieler, glaube ich, nicht so schlecht ist, wenn man wieder seinem Beruf nachgehen kann. Also auf dem Trainingsplatz stehen, dann am Wochenende auch Fußball spielen. Ich glaube schon, dass das erstmal eine schöne Sache ist. Ich aus Fansicht muss sagen, ja, also bei der ersten und zweiten Liga habe ich irgendwo noch Verständnis dafür gehabt, weil es doch wirtschaftlich eine ganz andere Geschichte ist, aufgrund der Fernsehgelder, die dann flöten gegangen wären. Aber hier in Liga 3 sehr, sehr grenzwertig, beziehungsweise ich finde es eigentlich Wahnsinn, hier jetzt so fortzufahren, zumal es ja auch nicht nur eine Stimme gab, die ganz klar auch Bedenken hatte, gerade auch finanzieller Natur, was das für die Clubs heißt. Ich meine, der jetzige Club von Christopher hat das ja auch bestätigt, dass das finanziell ja, ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge ist. Und ja, man kann nur hoffen, dass das für die Spieler jetzt alles glatt geht, dass da jetzt sich keiner schwer verletzt aufgrund der erhöhten Belastung, die jetzt auch da ist. Und dass dann nicht vielleicht sogar beim einen oder anderen, in Anführungsstrichen, älteren Spieler vielleicht nicht sogar die Karriere auch kaputt geht jetzt innerhalb dieser Zeit. Also das kann man echt nur hoffen, dass das alles sauber abläuft. Ja. Wurdet ihr da eigentlich gefragt, Christopher, was Weiterspielen anbetrifft oder was eure Meinung generell dazu ist? Weil es ist ja echt so, dass es auch für Spieler irgendwie ziemlich krasse Folgen haben kann, ja. Nehmen wir mal an, okay, ihr spielt jetzt tatsächlich alle 2, 3 Tage, da ist das Verletzungsrisiko ja einfach unfassbar hoch oder höher als vorher, ja. Ja, also das hast du ganz gut oder habt ihr ganz gut formuliert. Also wir wurden speziell nicht gefragt. Nee, wir haben uns
Also der Verein hat uns am Anfang der Zeit seine Stellung dazu oder seine Meinung dazu geäußert, die dann im Endeffekt auch für uns Spieler nachvollziehbar war. Und ja, aber wie gesagt, uns hat keiner gefragt, wie es uns damit geht oder was wir davon halten. Das ist aus meiner Sicht, ich meine, klar, ist es schön, jetzt wieder meinem Beruf nachzugehen, auf dem Platz zu stehen, mit den Jungs Fußball zu spielen, gar keine Frage, aber einfach die Vorbereitungszeit ist einfach für uns speziell jetzt oder für die Vereine, die aufgrund von verschiedenen behördlichen Maßnahmen später eingestiegen sind, einfach, ich weiß nicht, Fairness kann man in dem Fall gar nicht mehr sagen. Also der Begriff gibt es aktuell für mich nicht mehr. Stand heute, so wie das abgelaufen ist. Ich meine, ich kann die Vereine verstehen, die seit Mitte April, Anfang April wieder trainieren, dass die unbedingt spielen wollen. Nach 8 Wochen Training kann ich voll und ganz nachvollziehen. Bei uns ist es so, klar, wir haben auch untereinander gesprochen, klar macht es schon wieder Spaß zu trainieren, aber du merkst halt, dass an allen Ecken irgendwas fehlt. Ich meine, du kannst so viel laufen gehen, wie du willst in dieser freien Zeit, aber wenn du auf dem Platz stehst, das sind ganz, ganz andere Bewegungen. Wir sind jetzt seit gut einer Woche im Mannschaftstraining. Du merkst halt schon, dass das nochmal ganz andere Bewegungen sind. Ja, du merkst jetzt wieder jede einzelne Muskelfaser, die irgendwo wehtut. Und jetzt am Wochenende geht es halt quasi los. Ich weiß nicht, ob das, also wie gesagt, den Begriff Fairness, zumindest in Sachen Fußball, aktuell gibt es für mich nicht mehr. Weil da ist absolut nicht gegeben. Und das ist mein Stand dazu. Wie gesagt, ich akzeptiere es. Es muss halt, die Leute wollen, dass es weitergeht. Die haben jetzt ganz schön die Keule geschwungen. Und was man davon hält, ich meine, hat man ja sicherlich gerade an meinem Standpunkt dazu gehört. Von daher bin ich gespannt auch, wie die Spiele ablaufen werden. Ich meine, jetzt haben sie ja auch diese 72-Stunden-Regel da gekippt. Ich weiß nicht, wie gesagt, fehlt nur noch dazu sagen, okay, wir treffen uns jetzt irgendwo an einem neutralen Ort, jeden Tag 2 Spiele, 9 und 15 Uhr, dann sind wir in 6 Tagen durch. Also das fehlt quasi noch am Ende, dass wir dann sowas machen. Wie gesagt, ich sehe das sehr, sehr skeptisch, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das ist wirklich nicht, dass ich nicht weiterspielen will, gar keine Frage. Aber es muss dann schon irgendwo gegeben sein, dass jeder die gleiche Vorbereitungszeit hat oder die Chance auf eine gleiche Vorbereitungszeit. Und die ist halt nicht gegeben. Wir kriegen auch das Feedback hier gerade, die Tina schreibt, den Standpunkt, den teilt sie voll. Also die Fans sehen das, glaube ich, gerade auch in Magdeburg, sie sehen das auch so, oder Thomas? Ja, absolut. Also ich meine, das ist das, was Christopher da gerade beschreibt, das ist ja auch mal schön, sowas mal von einem Spieler zu hören. Und, oder auch von, also von denjenigen, die das Ganze jetzt dann auch zu Ende prügeln müssen, um es mal wirklich so zu sagen. Weil, ich weiß nicht, 11 Spiele in 6 Wochen, nicht mal 6 Wochen, das ist doch Wahnsinn. Ja, und wenn dann wirklich jetzt der Fall ist, wie es in Dresden passiert ist, lass mal irgendwo ein Fall sein, dass da vielleicht doch jemand positiv getestet wird. Ja, was denn dann? Dann reden wir hier von, dann passiert genau das, was Christopher gerade sagt, dass du in weniger als 72 Stunden dann 2 Spiele machen musst. Dann das, was er auch gerade gesagt hat, dieses Thema Belastung, neue Belastung, weil du eben ganz andere Bewegungen wieder machst. Du hast ganz andere Rhythmen wieder drin in deiner ganzen Art und Weise. Und ja, das, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, also ob man da überhaupt mal im Entferntesten berücksichtigt hat, was das auch für die Spieler heißt, ja. Und ich bin da eigentlich sprachlos. Ich hab diesen DFB-Bundestag, hatte ich mir später nochmal angeschaut und war echt entsetzt, also was da auch teilweise gesagt wurde, auch in Richtung von den in Anführungsstrichen Verweigerern, die dann, also das ist einfach nur Irrsinn, ja, was da beschlossen wurde beim DFB, und das ist denen scheißegal. Das ist denen völlig egal, was das für die Spieler heißt. Und dann, das nächste Thema ist ja dann, was ist mit Spielern, die dann am 30.06., ab 1.07. keinen Vertrag mehr haben. Ja, stellt der Kortius sich hin und sagt dann, ja, naja, wir haben dafür gesorgt, dass die Spieler, dass der Spielplan länger geht als bis 30.06. Was dann mit den Verträgen ist, da müssen sich Spieler und Verein einigen. Ja klar, weil das ja auch so einfach ist, dass du für 3 Wochen nochmal neu unterschreibst, wenn du vielleicht zum 1.07. schon woanders unterschrieben hast. Also das ist sowas von weltfremd, was sie da beschlossen haben. Das geht gar nicht. Ist es bei euch in der Mannschaft auch ein Thema, Christopher? Oder? Weil es gibt ja einige Spieler auch bei euch, bei denen der Vertrag ausläuft. Ne? Ich glaube, du hast noch bis 22 Vertrag, aber bei anderen ist das anders. Ja, ja, absolut. Also bei mir ist es relativ entspannt, aber es gibt schon welche, die sich darüber Gedanken machen müssen. Das ist halt einfach so. Ja. Und ich meine, du kannst ja auch im Endeffekt bei einem Liga-Konkurrenten in Anführungsstrichen unterschreiben. Das ist ja aus Normalste der Welt. Und das sind so Sachen. Also ich bin froh, dass ich nicht in so einer Lage bin, muss ich ehrlich sagen. Aber das sind Sachen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die... Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass ich hier nachträglich noch gesperrt werde, wenn ich hier irgendwelche
irgendwelche Sachen sage, aber das ist alles, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann, also mir fehlen auch so ein bisschen so die Worte einfach dazu, das so zu treffen, zu formulieren, was so in meinem Kopf vorgeht. Weil es sind so viele Sachen, dann denkst du, okay, die versuchen das so umzusetzen, aber das widerspricht sich doch in all den ganzen Sachen. Und dann hast du diese vertragliche Situation. Ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig. Also soll jetzt keiner auch denken, dass ich nicht unbedingt weiterspielen will, gar keine Frage. Ich meine, im Endeffekt, das ist mein Beruf, ich mache es gerne. Und am liebsten jeden Tag, sofort und gleich. Aber unter solchen Bedingungen bin ich einfach der Meinung, dass es nicht funktioniert. Ich sag mal, ihr habt ja bei euch im Verein, habt ihr ja den Fall, ich glaube, der Elias Huth, der ist ja ausgeliehen vom FC Kaiserslautern. So. Das ist ja auch genau. So ein Ding. Der ist bei euch, ich sag mal, schon Leistungsträger, was man so mitbekommt. Also schon. Und dann, jetzt sagt Kaiserslautern, haben wir noch zwei Spiele dann im Juli und dann sagt Kaiserslautern, nö, du kommst zurück. Dann fehlt der euch und ihr spielt dann in den zwei Spielen vielleicht noch gegen Abstieg. Krass. Ja, absolut. Ja, wird interessant, ja. Wird interessant, wie das so gemanagt ist oder ob er dann die zwei Spiele für Kaiserslautern spielt oder wie läuft das so. Also ja, das sind alles so Sachen für die ausgeliehenen Spieler beispielsweise, wo das interessant wird und wie dann eine faire Regel, jetzt muss ich es auch wieder benutzen, gefunden wird. Denn im Mathe ist der DFB doch auch verdammt einfach, oder? Also ich finde, es ist langsam schon ein bisschen viel rumreiten auf dem DFB, aber es ist ja leider so, ne, indem sie irgendwie die Verantwortung an die Vereine abgeben, ja, Thomas? Ja, sicher, das ist ja das, was ich meine. Stellen sich hin und sagen, ja, wir haben jetzt den Spielplan verlängert, aber was das auch arbeitsrechtlich heißt, also auch für die Clubs und oder auch für die Spieler, also auch versicherungstechnisch, dann, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man einen Vertrag jetzt hat, wie zum Beispiel der Elias Huth hat ja einen Vertrag dann ab 1.7. wieder mit Kaiserslautern. Wie stellen die sich das vor, dass der dann noch für Zwickau spielt, gegebenenfalls? Also, das ist ja, also, und wenn er spielt, wie ist das mit Versicherungen etc. pp? Wie funktioniert das mit dem Vertragswerk, wenn du zwei Arbeitgeber hast etc.? Das sind ja alles so Dinge, das musst du ja alles berücksichtigen. Und das wälzt man alles schön auf die Vereine und auf die Spieler ab, weil man sich selber sagt, wir sind aus der Nummer raus. Wir haben ja gesagt, dass ihr jetzt das länger machen könnt. Wie ihr das jetzt löst, da sind wir als Verband auch raus. Und das, ja, das zeigt ihm einfach, was der DFB da für ein Saftladen ist. Das muss ich einfach so deutlich sagen. Das dazu sagen, wir wälzen dieses ganze Risiko jetzt auf Vereine und Spieler ab und wir sind aus der Nummer raus, nur weil man das durchdrücken will, diesen Spielbetrieb. Also das ist einfach nur weltfremd. Da habe ich auch kein Verständnis für. Also das ist ja, es geht ja voll auch an der Realität vorbei in vielen Dingen, die da sind. Aber der DFB, wir sind raus aus der Nummer, wir haben euch ermöglicht, dass ihr spielen könnt. Ja, toll. Ich glaube, Zustimmung von Christopher, ohne dass er großartig was sagen muss dazu. Absolut. Aber trotzdem nochmal die Frage, ich habe immer wieder gehört in letzter Zeit, dass es quasi so einen Haftungsausschluss geben soll, den Spieler unterschreiben müssen. Wurde dir schon irgendwas vorgelegt der Art? Also wenn sie quasi an Corona erkranken durch den Spielbetrieb, dass dann, ja, dass sie quasi sagen, okay, ich hafte und nicht der Verein oder der Verband oder wer auch immer. Also ich habe das auch gelesen, aber uns wurde aktuell diesbezüglich noch nichts vorgelegt, also was wir irgendwie unterschreiben müssen. Vielleicht kommt es noch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es kann gut möglich sein, dass sowas noch kommt. Ja, ja, das wäre ja der nächste Wahnsinn. Wir haben viele Fragen bekommen und einer schreibt auch, Ursula schreibt, Haftungsausschluss auf Seiten der Funktionäre ging gestern sauber durch. Das ist eine schöne Anmerkung an der Stelle, finde ich. Eine Frage vom M. de Borch. Kam die Frage an Hundi mit der schreienden Frau in Erfurt schon? Ich glaube, da kam auf Twitter vorher eine Anfrage, ob er eine schreiende Frau aus Erfurt kennt. Ich konnte damit nichts anfangen. Vielleicht kannst du es. Da bin ich gerade überfragt, muss ich sagen. Ja, sehr gut. Vielleicht kann der Herr de Borch die Frage nochmal präzisieren. Dann werden wir sie mit Sicherheit nochmal nachreichen hier an der Stelle. Ansonsten stellt gerne weiter die Fragen. Eine, die ich mir hier notiert habe, die ist mal ein bisschen seichter, damit wir mal von diesem DFB-Thema ein bisschen wegkommen. Was guckt ihr auf Netflix? Was sind Serienempfehlungen? Christopher, du hast ja gerade abends zumindest viel Zeit. Boah, ja, muss ehrlich sagen, ich habe 2 Jahre meine PlayStation nicht angemacht. Jetzt habe ich sie mal wieder angemacht für diese Woche im Hotel. Wir haben jetzt, wie gesagt, ganz viel PlayStation gespielt, muss ich ehrlich sagen. Netflix gar nicht so. Ich meine, in dieser Corona-Auszeit, in Anführungszeichen, da habe ich tatsächlich viel geguckt. Mich da jetzt, also klar, ich habe viele Dokus geguckt. Wie gesagt, diese klassischen Sachen, die, glaube ich, fast jeder geguckt hat. Haus des Geldes, Elite, diese ganzen Sachen. Aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das anzupreisen. Also ich bin mit dem Strom quasi geschwommen. Der Thomas hat bestimmt Insider-Tipps für uns.
Gott. Naja, das letzte, was ich geguckt habe, war das, was du wahrscheinlich auch geguckt haben wirst, Daniel. Das war The Last Dance. Ja, jeden Montag, ja. Ja, also das habe ich mir angeguckt zuletzt, ja, und ansonsten bin ich, ja, keine Ahnung, Americans, Mindhunter, so coole Serie. Ja, gibt schon gute Sachen auf Netflix. Aber das jetzt zu empfehlen, das würde so lange dauern. Ja gut, ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Empfehlungen für die Leute, die zugucken und die gucken da hier ja jetzt sowieso erstmal noch den Stream, von daher sind sie noch ein bisschen beschäftigt. Die Frage mit der schreienden Frau wurde präzisiert. Und zwar, Christopher, du hast ja ewig in Erfurt gelebt. Da lief ständig eine schreiende Frau durch die Altstadt. Kannte eigentlich fast jeder. Das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Ich hatte an andere Sachen zu tun. Fußball spielen wahrscheinlich. Ja. Wie sind noch die Connections nach Erfurt? Sind die noch da, oder? Fußball gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich habe 7 Jahre dort gelebt. So vereinzelte Freunde noch. Also ich bin mein Zimmerkollege, mit dem war ich ja im Internat zusammen. Der kommt quasi aus der Nähe von Erfurt. Das sind so ein guter Freund wohnt noch in Erfurt, mit dem ich zusammengespielt habe. Aber ansonsten hat sich das über die Jahre heiß verlaufen. Weil meine Freundschaften haben im Endeffekt so auf dem Fußball aufgebaut. Und dadurch, dass die Jungs in die Welt hinaus in Anführungsstrichen gegangen sind, gibt es speziell jetzt in Erfurt gar nicht mehr so den großen Kontakt. Ich meine, klar, Christian Beck, okay, mit dem habe ich zusammengespielt, der kommt aus Erfurt, aber der wohnt ja jetzt aktuell nicht in Erfurt, von daher kann ich das so darauf nicht beziehen. Wir haben eine Frage vom Stefan bekommen, der möchte nämlich wissen, das passt auch ganz gut, müsst ihr im Hotel Kontaktbeschränkungen einhalten oder seid ihr da ganz normal einfach zusammen? Naja, das ist schon, also wird schon darauf hingewiesen, dass wir uns halt nicht in größeren Gruppen aufhalten sollen. Also wir sind Hingewiesen, hier auf dem aber. Zimmer. Naja, gut, es lässt sich ja nicht vermeiden. Ja, genau. Also es geht nicht. Ich meine, im Endeffekt bist du dann auch im Stadion und trainierst dann 10 Minuten später. Also klar, wir sind auf dem Zimmer, wir sollen auch nur zu zweit auf dem Zimmer sein. Und dann gut, dieser ganze Mundschutzkram ist halt dann auch noch dabei, in den Bussen und so, wenn wir zum Training fahren. Aber wie gesagt, es geht nicht immer. Das ist halt einfach so. Spätestens auf dem Platz geht es dann nicht mehr, ja. Das ist ja auch Ja, irgendwie echt genau, absurd, ja. dann widerspricht sich das ja dann wieder alles. Dann ist dann auf einmal für eine Stunde oder für am Wochenende für 90 Minuten auf einmal alles egal. Aber vorher und nachher bitte gar nicht miteinander reden oder ja, wie gesagt, das ist wieder das leidige Thema. Worüber man wahrscheinlich noch stundenlang diskutieren kann, was sich wo widerspricht, aber naja. Thomas, wirst du dir das angucken am Wochenende oder sagst du, das ist nicht mein Fußball? Naja, schwierig, ja. Dadurch, dass ich das mit dem Alex ja immer noch nachbespreche, jeden Mittwoch, wenn wir nicht drum rumkommen, uns das anzugucken am Samstag, ja, aber es ist natürlich, ja, also aus Fansicht hat das natürlich schon klar, es wird Fußball gespielt, aber aus Fansicht ist das für mich kein Fußball. Also klar, da spielen 11 gegen 11 und da werden Tore geschossen oder verhindert oder was auch immer, Zweikämpfe bestritten, aber ja, ohne das Drumherum im Stadion, glaube ich, fehlt da doch eine ganze Menge. Ich weiß nicht, Christopher, wie du das siehst, aber ich glaube schon, dass das auch für eine Mannschaft sehr, sehr ungewohnt sein wird, erstmal da in so einem Stadion zu spielen, wenn das dann doch so ein bisschen hallt und so und man dann komischerweise sich selber inzwischen versteht und nicht mehr die Zuschauer und aber das ist halt dieses leidige Thema, Geisterspiele etc. pp. Das kann nicht gut sein und ich hoffe, dass das so schnell wie möglich wieder vorbei ist. Christopher, hast du schon mal ein Ja, Geisterspiel erlebt oder wird es das erste Mal sein ja, jetzt? ja, nee, ich habe schon mal ein Geisterspiel erlebt. Das ist aber, glaube ich, schon 10 Jahre her mit Erfurt damals gegen Bremen 2 zu Hause. Also war jetzt auch kein Kracher. Aber das war dann schon, also schon komisch, muss man ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, die Bundesligaspieltage geguckt, einfach aus Interesse halber. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich dann doch so stört, muss ich ehrlich sagen. Ich habe selber so, wenn du auf dem Platz stehst, kriegst du das eigentlich, weil du so im Tunnel bist, so fokussiert bist, gar nicht so mit, was draußen passiert. Ich habe ja auch immer gesagt, ich habe mir die Spiele dann im Nachhinein nochmal angeguckt und alles, was so drumherum passiert ist, um einfach das so für mich aufzusaugen, weil ich das während des Spiels gar nicht so mitbekommen habe, was da gesungen wurde, was gebrüllt worden ist oder wer so wann gepfiffen hat. Aber jetzt, wenn ich so die 2 Bundesligaspieltage gesehen habe, da dachte ich schon, boah, das ist schon für einen Zuschauer auch boah, ziemlich schwierig. Und für uns Spieler, ja, wir trainieren jetzt im Stadion, um das so ein bisschen einfach zu simulieren und so ein bisschen drauf einzustellen. Aber das ist, glaube ich, schon eine arge Umstellung.
Glaubst du, Christopher, dass dass euch das als Mannschaft ein Stück beeinflussen wird? Dass das schon auch, also dass das für euch dann schwieriger sein wird, wenn ihr da ohne Zuschauer im Rücken, ich sag mal, gerade so die Clubs, das betrifft uns ja auch in Magdeburg, die dann unten stehen, da zieht man ja doch nochmal aus der Atmosphäre auch nochmal ein bisschen mehr und rede ich mir zumindest ein. Und ist das dann störend oder sagst du, nee, das blendet man dann aus, weil man eh im Tunnel ist, dann ist das sowieso egal? Oder wie ist denn das für ein Spiel, ist das für dich als Spieler? Also ich glaube schon, dass das nochmal so, wenn du kaputt bist oder wenn du hinten liegst oder irgendwas, dass das schon nochmal so eine gewisse Energie verleihen kann. Gar keine Frage. Vor allem so Vereine wie jetzt beim FCM, selbst in Zwickau hast du dann trotzdem Leute, Fans, die dich anfeuern. Und das, glaube ich, kann nochmal so die letzten Minuten, wenn es halt Rante Kante steht oder unentschieden steht und du willst das Spiel noch zu deinen Gunsten entscheiden, kann das, glaube ich, schon nochmal so den gewissen Schub geben, so die letzten Prozent noch irgendwie rauskitzeln. Jetzt spielt es halt vor leeren Rängen, ja. Das ist, wie gesagt, interessant, so für Außenstehende das so zu beobachten, aber für uns Spieler ist das auch, glaube ich, kein gutes Gefühl. Ist jetzt nicht nur ein Spiel, sondern halt gleich mal 11. Plus Glaubst das, du? was vielleicht noch, was noch hinten rauskommt zur neuen Saison, keine Ahnung. Glaubst du, dass das aber vielleicht auch sogar für, ich sag mal, für, ja, gibt ja dann doch auch öfter mal so Unmut im Stadion, wenn es jetzt nicht so läuft, dann wird vielleicht nicht gleich gepfiffen, aber es ist ja dann immer so ein Raunen da. Glaubst du, dass das ein Spieler auch jetzt dann ein Stück weit nicht beflügeln kann, aber dass das weniger jemanden beschäftigt, wenn dann nicht nach einer schlechten Phase oder so nicht gepfiffen wird oder es eben nicht dieses Raunen gibt, was dann öfter mal ist, wenn jetzt bestimmte Spieler dann am Ball sind, ich meine, oder ist das dann auch egal? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ich glaube schon, dass das auch für viele Spieler eine Befreiung ist. Das kann gut sein, die damit, oder vor allem junge Spieler, die das vielleicht noch nicht so oft erlebt haben. Für die kann das schon ein Vorteil sein, gar keine Frage. Dass da nicht mehr so, ne, Pfiffe oder, ich meine, in manchen Stadien hörst du ja auch, wenn dich jemand von draußen nett begrüßt oder was Nettes zuruft, das hört man ja dann schon. Ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen, eine Befreiung ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ihm zugutekommen könnte, ja. Habt ihr denn diese Abläufe, die Frage kam gerade vom Stefan noch rein, im Stadion bei einem Geisterspiel schon mal geübt? Also auch die ganzen Beschränkungen, die ganzen Regeln, an die ihr euch da halten müsst, oder? Na gut, das haben wir noch nicht. Ich meine, jeder weiß ungefähr, was zu tun und zu lassen ist. Da wird es, denke ich, noch mal eine Einweisung geben von unserem Hygienebeauftragten. Aber so, du kannst es halt trainieren, du kannst halt so ein bisschen simulieren, wenn du im Stadion trainierst, das dürfen wir. Das machen wir auch. Also von daher, aber ob du das jetzt nun so 100% ist, dann immer am Spieltag immer noch mal was anderes. Und die Frage ist ja eigentlich auch, wie kannst du dich motivieren, ja? Also das stelle ich mir zumindest, weil es ist ja nicht so, dass ihr jetzt diese 11 Spiele spielen müsst. Ihr müsst irgendwie alles tun, um drin zu bleiben, ja? Also es geht ja tatsächlich um was, ja? Das finde ich immer so Ja, krass. absolut. Absolut. Ich meine, du, diese Motivationsfrage ist eh immer so eine Sache. Ich meine, jeder Spieler zieht da andere Sachen für sich raus. Aber ich glaube schon, wenn es dann losgeht, klar, so. Bis zum Anfang ist es, glaube ich, schwer für den einen oder anderen. Aber ich glaube, wenn es dann losgeht oder wenn es im ersten Zweikampf raschelt, dann solltest du schon als Spieler da sein und sagen, okay, gut, pass auf, jetzt geht's wieder los. Ich meine, jeder setzt es dann anders um, aber ich glaube schon, dass wenn der Anpfiff ertönt, bist du dann schon so fokussiert und du weißt auch, um was es geht. Also sollte zumindest so sein. Okay, ich glaube, du wirst jetzt nichts anderes sagen, aber diese Spannung, die ist im Training bei euch jetzt auch schon da, ne? Oder war das schwer, wieder reinzukommen? Ja, das war schon schwer, wieder reinzukommen, weil du nicht so genau wusstest, für was trainierst du denn eigentlich? So, weil erstmal zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, was da trotzdem relativ spät war, du hast kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Du wusstest nicht, geht's los, geht's nicht los. Also klar warst du froh, dass du wieder mit den Jungs, dass du Fußball spielen kannst, dass du dich bewegen kannst und an der frischen Luft, etc. Das kam dann schon mit der Zeit. Also die Motivation war dann auch, ich meine, wir waren, glaube ich, 8 Wochen am Stück zu Hause oder was heißt zu Hause, kein Training gehabt, das hat schon irgendwo was gefehlt. Dieses stupide Laufen durch den Park, ich meine, die Leute haben mich angeguckt, wenn ich dann losgerammelt bin wie so ein Geisteskranker. Die haben auch gedacht, was ist mit dem los, der haut vor irgendjemanden ab oder so, keine Ahnung, das war dann schon, irgendwann hat es auch genervt. Ich bin sowieso nicht der Typ, der über seine Füße in Anführungsstrichen kommt, was die Laufsachen angeht. Für mich war das dann schon fies, muss ich sagen auch. Also 8 Wochen am Stück, mindestens jeden zweiten Tag laufen zu gehen. Wie gesagt, mein Zimmerkollege, der hat mich dann immer noch, hat dann permanent unter meiner Klinge gesessen und hat geklingelt, komm jetzt endlich runter, wir wollen jetzt laufen gehen. Für mich war das dann schon schwer und deswegen bin ich auch froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Macht auch Spaß. Und da kommt die Motivation dann irgendwo von alleine.
Der Sören Bertram hat ja letzte Woche beim Daniel gesagt, oder beim letzten Mal, dass er durch diese viele Lauferei so fit ist wie noch nie. Wie sieht das bei dir aus? Ja, das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Du kannst laufen ohne Ende. Aber du stehst auf dem Platz, das sind ganz andere Bewegungen. Ich sage, ich glaube, mein Zimmerkollege war das doppelte Laufen von mir. Und er hat auch gesagt, du, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, mir tut alles weh. Also das sind ganz, ganz andere Bewegungen. Ich meine, klar, jeder Spieler ist da auch anders fit, hat andere Laufen, kann mehr laufen, kann weniger laufen. Aber das sind ganz, ganz andere Bewegungen. Kurze Bewegungen, abbremsen und stoppen und drehen. Und das machst du halt so beim normalen Laufen nicht. Also da hast du deine gerade Bahn oder hast halt ab und zu mal eine Kurve, keine Ahnung. Aber du hast halt ganz andere Bewegungen. Seitliche Bewegungen kannst du nicht trainieren. Das, also klar, kannst jetzt 10 Kilometer seitlich laufen, okay. Das geht wahrscheinlich, aber das sind dann im Spiel, du stirbst ab, du bremst ab, du läufst rückwärts, du läufst seitlich und also Sachen, du hast halt einmal einen Ball am Fuß. Also ich glaube, die wenigsten sind mit Ballstocken gegangen. Das ist auch ganz, ganz anders. Das unterschätzen die meisten. Der Ball war relativ lange weg. Die Frage, die wir gerade noch reinbekommen haben auf YouTube, ist erstmal mit einer Vorrede. Christopher, du bist bekanntlich nicht mit Messi oder Maradona verwandt. Wie lange kannst du den Ball beim Jonglieren hochhalten? Boah, weiß ich nicht. Kommt auf meine Tagesform an. Nein, Spaß, keine Ahnung. Das machst du jetzt nicht mehr so, dass du da deine Kontakte zählst, die du da hoch. Also ich musste das tatsächlich in der Schule das letzte Mal machen auf Kontaktbegrenzung oder Kontaktanzahl. Da mussten wir also 75 Mal machen. Ne? Also nur rechts, nur links. Also das schaffe ich auf jeden Fall. Ja, aber ist halt schon ein paar Jahre her. Wie gesagt, kann ich jetzt auf dem Stick halt nicht sagen. Das habe ich damals aber auch geschafft. Das heißt nichts. Nö, deswegen. Ich wollte mich damit jetzt auch nicht rühmen, ja. Sehr gut. Wir kriegen sehr viele Fragen von euch. Das ist super, das freut mich. Und wir müssen jetzt langsam mal die auch abarbeiten, damit wir hier überhaupt hinterherkommen. Und zwar die Frage von Birdie. Gibt es einen Verein, von dem du, Christopher, Fan bist, abseits von Zwickau? Ja gut, da muss ich natürlich Magdeburg sagen. Aber ich würde mich grundsätzlich nicht als Fan bezeichnen. Ich bin dann eher ein Sympathisant. Ich gucke Fußball ein bisschen anders mittlerweile. Früher war ich Fan, war keine Frage. Da werden mich jetzt viele für hassen, aber immer war immer Bayern-Fan. Irgendwie, weiß ich auch nicht warum. Das ist nicht schlimm. Da hattest du doch keine Ahnung von Fußball. Das kann sein, ja. Aber mittlerweile guckst du Fußball so ein bisschen mit anderen Augen. Also international bin ich sowieso, wenn für jede deutsche Mannschaft. Und mich interessieren dann ganz viele andere Sachen. So, wie verhält sich die Viererkette, wie verhalten sich die Sechser, die Stürmer, wie bewegen die sich? Was kannst du vielleicht auch für dein Spiel einfach mitnehmen? So gucke ich Fußball. Vielleicht irgendwann nach meiner Karriere kann ich mich dann hinsetzen und sagen, du, pass auf, die Mannschaft finde ich geil, da gefällt mir der und der Spieler, das finde ich cool, damit kann ich mich identifizieren. Aktuell ist es, wie gesagt, gucke ich das unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Das hört sich so an und das ist eine gute Überleitung zu einer weiteren Frage, die hier vorhin schon reinkam. Was machst du nach dem Fußball? Das hat sich so ein bisschen so angehört, als ob da auch ein bisschen was Analytisches in die Trainerrichtung vielleicht sein könnte. Boah, Stand heute sage ich nein. Muss ich ehrlich sagen, da reizt mich gerade gar nicht. Trainer, so muss ich sagen. Ich meine, klar, wäre es, glaube ich, fahrlässig, in dem Bereich nicht tätig zu sein. Mein Wissen, das, was man sich so angeeignet hat, weiterzugeben. Aber Stand heute kann ich darauf auch erstmal keine Antwort geben, muss ich ehrlich sagen. Aber es wird früher oder später dazu kommen, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Du hast ja noch ein bisschen Zeit bis zum Karriereende, also du musst dich, glaube ich, jetzt noch nicht damit auseinandersetzen. Ich hoffe doch. Wieder eine super Überleitung, das machst du hervorragend. Wie groß ist deine Sorge, möchte die Sektion Twitter wissen, dich im Spiel zu verletzen nach so einer langen Pause? Haben wir schon mal angeschnitten, aber die konkrete Frage, die jetzt noch dazu kam, würdest du gegebenenfalls sogar zurückziehen im Spiel? Nee, das nicht. Also das kann ich jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall nicht zurückziehen werde. Klar beschäftigt man sich so. Ich meine, ich hatte Gott sei Dank Glück, dass ich von größeren Verletzungen verschont geblieben bin. Aber ich glaube, da denkst du im Spiel nicht drüber nach, ob du dich verletzt oder nicht. Muskuläre Sachen kannst du sowieso nicht beeinflussen. Klar hat man ein Gespür für Situationen, wo du sagst, jetzt, das könnte wehtun. Aber im Spiel hast du so viel Adrenalin und so viele Sachen, da denkst du über solche Sachen gar nicht nach. Also da bleibt gar keine Zeit auch dafür. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung, Thomas? Ich weiß nicht, ob du Hobbyfußballer bist, oder? Ja, ich war es. Also, naja, Hobby bin ich noch, ja. Aktiv gespielt bis vor ein paar Jahren. Nee, wollte ich auch nicht machen. Also, warum? Also ich glaube, die Verletzungsgefahr ist dann eher höher.
Wenn du zurückziehst, ne? Ja. Wenn du zurückziehst, ja, wenn du dann keine Spannung hast, dann ist das, glaube ich, gefährlicher, als wenn du dann durchziehst bei einem Pressschlag oder so. Ist einfach so. Wir haben von Marci noch die interessante Frage reinbekommen, sind die Zwickau-Spieler oder waren die Zwickau-Spieler auf Kurzarbeit und wenn ja, wären manche Spieler bei längerer Pause in finanzielle Nöte gekommen? Das wirst du jetzt nicht wissen, aber vielleicht hast du doch einen kleinen Einblick, den du uns geben kannst. Also ja, wir waren auf Kurzarbeit. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Ich meine, es weiß keiner, was der andere verdient, also das weiß man nicht. Ist es wirklich so? Aber redet man da nicht drüber? Prinzipiell ist es so, bin ich der Meinung, ist meine Erfahrung, wird eh immer geflunkert. Okay. Also man verdient prinzipiell immer mehr, als es eigentlich ist. Also ist meine Erfahrung, ich glaube, da erzählt nie jemand die Wahrheit, aber mir hat jetzt noch keiner von sich aus gesagt, du, pass auf, ich verdiene übrigens das und das. Also, ne? Na klar, hat man das halt gerne, ist jetzt auch der falsche Ausdruck, aus solidarischen Gründen für den Verein unterschrieben, uns geht jetzt nicht schlecht, aber natürlich will man sein Geld kriegen, das ist halt einfach so. Ne, das war keine schöne Zeit, aber wie gesagt, ich habe überall gelesen, ja, wir machen das gerne und gar kein Problem. Ja, nehme ich keinem ab. Echt nicht? Finde ich interessant, aber wahrscheinlich ist das dann die Wahrheit, ne? Also da ist ganz viel glatt gebügelt, also, ja. Ja, na klar, also gar keine Frage. Ich habe viele Sachen gelesen, ja, die Spieler sind so toll und verzichten auf Geld. Im Endeffekt hast du auch keine andere Wahl. Also, ne, das also, ich meine, für mich stand das jetzt nicht in Frage, das nicht zu machen. Aber ich wollte jetzt auch keinen Ruhm dafür haben, dass ich sage, boah, Christoph Hanke unterschreibt diese Kurzarbeit und ist ein toller Mensch. Also darauf würde ich mich jetzt ungern in Anführungsstrichen reduzieren lassen. Also ich habe das gemacht, weil das für mich vernünftig beschrieben worden ist, die Situation. Und deswegen habe ich es gemacht. Und nicht, weil ich irgendwie dafür einen Schulterklopfer brauchte oder irgendwo in der Zeitung stehen musste. Ich verzichte oder wir verzichten auf Geld. Also das fand ich sehr komisch. Solche Zeitungsartikel, wo das überall stand, dass die Spieler sich solidarisch zeigen. Und keiner macht es gerne, aber es ist halt so. Ja, und was, ich sag mal, was Aussagen wert sind, das hat man ja, glaube ich, ganz gut gesehen, als der Herr Kalou in Berlin durch die Kabine gerannt ist und bei Facebook Live dann für das 2-0 gesorgt hat gegen Hertha. Nachdem ja Klinsmann schon über dieses Medium seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, hat er ja dann auch ordentlich dafür gesorgt, dass man mal gesehen hat, wie denn eigentlich in Kabinen so gesprochen wird auch. Und ich finde, da hat man eben gesehen, das, was Christopher gerade gesagt hat, das ist da wunderbar bestätigt worden. Also der Ibisevic hat sich ja da extrem lustig darüber gemacht und hat halt überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass er 10% seines Gehaltes abgeben musste. Also von daher, das zeigt ja das, was Christopher gerade beschrieben hat, auf wunderbare Art und Weise. Also ich bin dem Typen immer noch dankbar für dieses Video, weil man einfach gesehen hat, was Sache ist. Ja. Auch in Sachen Hygienekonzept. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es bei euch in Zwickau genauso läuft, um Gottes Willen, aber ich finde schon, dass man da gesehen hat, dass das A auch nur Menschen sind. Ja, das sind, klar, gerade in der Bundesliga, die verdienen viel Geld, keine Frage, aber sind halt auch nur Menschen und hat man eben gesehen, mein Gott, die klatschen sich auch ab, weil sie eben wissen, ja, wir werden regelmäßig getestet, wenn wir negativ sind, warum sollen wir uns nicht begrüßen? Also das ist ja, kommen wir wieder auf das Thema, diesen Irrsinn. Sollst du dich im Hotel, sollst du dich nicht begrüßen, sollst du dich am besten gar nicht begegnen? Und auf dem Platz ist das alles egal. Da tauschst du dann Körperflüssigkeiten aus und so weiter und so fort und gehst dich da an und rammelst dir da die Knochen teilweise weg, hilfst dem anderen dann hoch und dann sollst du aber nicht jubeln, dann sollst du mit dem Ellenbogen dich abklatschen beim Tor. Also das ist doch alles nicht mehr. Nee. Da sind wir wieder beim Thema Hygienekonzept. Also das zeigt einfach, was das für ein Irrsinn ist, dieses ganze geht in Zweikämpfe, bekämpft euch, beackert euch, aber klatscht beim Torjubel bloß nicht ab und umarmt euch bloß nicht, sondern macht nur einen Ellenbogen. Großartig. Hm, super toll, ne? Ja, das ist ja genau der Ursache, ja, ne? Dass du als Spieler irgendwie in diese Situation gebracht wirst, ne? Und dann ist die Kritik groß, wenn du dann diese Beschränkung nicht einhältst, ne? Aber es ist ja nur menschlich, dass du sie nicht einhältst, ja? Also das ist ja jetzt nichts, das würde uns auch so gehen, wenn wir uns daran halten müssten in dieser Situation, ja? Mit diesen Regeln und mit diesem Ursache, wie du sagst, ja? Irgendwie. Ja, also wir haben das ja auch beim den Gruppentraining gemerkt. Da ging es ja auch noch um Abstand und ja nicht zu nah beieinander und so, das funktioniert. Selbst beim normalen Einlauf merkst du schon, ne, da wird immer mal ein bisschen gequatscht, da hast du dich ja lange nicht gesehen und auf einmal stehst du da
nebeneinander und denkst dir, oh, eigentlich musst du Abstand halten. Also so bei so ganz einfachen, banalen Sachen ist uns das schon aufgefallen, dass es echt schwierig ist, das einzuhalten. Wir wurden zwar immer wieder darauf hingewiesen von unserem Trainerteam, aber das ist halt schwierig. Ne? Man muss schon sagen, die haben sie sich echt bemüht, das Hygienekonzept umzusetzen in der Kabine. Wir haben 3-4 verschiedene Kabinen. Da können die Jungs sich umziehen. Also sind nur so ein paar in den Gruppen. Die Spinde sind neben dem Spieler, sind 2 Spinde frei. Also da wurde schon drauf geachtet und dass nur 2 Mann unter der Dusche sind und all so Sachen. Da haben sie sich schon dran gehalten. Das muss ich dann auch mal lobend hervorheben. Aber wie ist denn das, du sagst ja, ihr seid schon eine Woche länger im Training, wie ist denn das für den Trainer eigentlich? Also das ist doch, wenn ihr, also in der Zeit, wo ihr noch nicht mit Körperkontakt trainieren durftet, sondern wirklich diesen Abstand einhalten musstet und dann auch, was macht man denn da? Also spielt man sich da die Bälle zu und also viel mehr, glaube ich, kann man ja auch nicht machen. Also ich sag mal, so wirklich spezifisches Training ist ja in dem Sinne gar nicht möglich. Also das ist ja dann wirklich, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, vielleicht auch Beschäftigungstherapie eigentlich bloß, oder? Ja, das ist so ganz gut. Also anstrengende Beschäftigungstherapie. Also das war dann schon, also da gab es dann schon die eine oder andere Einheit, wo ich dachte, boah, leck mich am Arsch, ey. Das war schon anstrengend. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, ja, aber es war halt ähnlich. Du beläufst dich halt ein, dann machst du eine Erwärmung, dann machst du eine Passform oder 2 Passformen und dann war es 4 Torschuss, wo du halt mit dem anderen keinen Kontakt hast. Die Jungs haben die Bälle reingespielt, du bist da, das heißt, nicht um Stangen gelaufen und hast aufs Tor geschossen. Solche Sachen waren halt dabei. Ja. Aber es war auch, ist auch, glaube ich, für das Trainerteam nicht einfach gewesen, sich da immer wieder neue Sachen, wir haben mit drei Gruppen angefangen und sich da immer wieder was Neues einfallen lassen, vor allem die Jungs halt auch bei Laune zu halten. Das darfst du auch nicht vergessen. Das ist dann, na, ich meine, wir hatten Glück, dass es im Endeffekt nur eine Woche Gruppentraining war, aber wenn ich habe zum Beispiel gestern mit mir jetzt Putzen telefoniert, die sind schon seit 8. April, 9. April oder so in dem Gruppentraining. Das ist dann, ne, da musst du schon als Trainer sehr, sehr kreativ sein. Ist Jens Hartl kreativ genug dafür? Ich wollte es auch gerade fragen. Wer ist kreativ? Ja, also er hat jetzt nicht gemeckert. Sagen wir mal so. Okay. Die sind natürlich auch froh. Die haben jetzt, das habe ich vorhin schon erzählt, die sind jetzt 8 Wochen im Training oder 4-5 Wochen im Training. Die sagen, oh boah, was trainierst du hier eigentlich? Ja? Ja. Also ich kann die Leute ganz, ganz gut verstehen da. Ja. Und jetzt spielt ihr am Wochenende auch gegen Rostock. Geht es gleich wieder gegen den Nils Butzen. Und Thomas, du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, du wünschst dir einen Zwickauer Sieg, ne? Ja, natürlich. Also ich finde es ein bisschen schade, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Das Thema ist ja dieses Bild, was die dritte Liga jetzt gezeigt hat. Also gerade auch untereinander unter den Vereinen. Und ist ja schon sehr, sehr gespalten. Und ich finde das, was der Robert Marien da aus Rostock gerade in Richtung FCM auch gesagt hat, fand ich schon ziemlich krass, wo er gesagt hat, dass er, ja, hier versuchen eben Vereine, also oder es ging ja auch in Richtung Zwickau, so ein bisschen, hier versuchen Vereine eben über die Politik ihren Klassenerhalt am grünen Tisch sich zu holen. Finde ich schon krass, also so eine Äußerung dahin zu klatschen und nur weil man eben ja andere Möglichkeiten vielleicht auch hat, anstatt einfach die Klappe zu halten und das zu berücken und das zu denken, so eine Äußerung zu treffen, finde ich halt schon ziemlich heftig. Und das hat natürlich auch so in Fankreisen, so in meiner Blase zumindest, schon für eine gewisse Missstimmung gesorgt. Und so dieses, ja, Rostock ist ja eh so ein angespanntes Verhältnis, aber das hat schon ein bisschen gelitten, finde ich. Und also man war so ein bisschen auf dem Weg, sich so ein bisschen anzunähern und das ist jetzt alles wieder kaputt. Und ist so mein Eindruck, kann mich da auch komplett täuschen. Das ist halt unheimlich schade, dass dann durch die Vereine selber oder durch Vertreter der Vereine selber dann solche Schärfe reingebracht wurde in die ganze Diskussion. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Vereine miteinander sprechen und dann den DFB halt machen lassen. Also die hätten eigentlich dafür sorgen, jetzt sind wir wieder beim Thema, die hätten eigentlich dafür sorgen müssen, dass das Ganze wesentlich moderater abläuft. Also die hätten es moderieren müssen anständig. Das hat der DFB aber gar nicht gemacht. Die haben im Gegenteil, die haben auch geholfen, dass diese Liga sich spaltet zwischen denen, die dafür sind, und denen, die jetzt abbrechen wollten, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist halt, ja, das ist unheimlich schade, weil diese Liga, die lebt ja nur mal ein Stück weit davon. Ich meine, es sind viele Traditionsclubs in der Liga. Das ist jetzt aus meiner Sicht, als aus Fansicht, ist das eine unheimlich reizvolle Liga. Und es ist unheimlich schade, dass man sich da jetzt hat so auseinander dividieren lassen. Und ich weiß nicht, ob das nochmal zu kitten ist in den nächsten Jahren. Also
Deswegen bin ich der Meinung, wäre es ganz gut, weil ich denke mal, dass Rostock will ja weiterspielen. Die haben, klar, die haben natürlich Ambitionen, die sind 3 Punkte hinterm Aufstiegsplatz, die wollen natürlich hoch, ja, die wollen an die Fleischtöpfe in der zweiten Liga. Da gibt es dann eben mal das Achtfache an Fernsehgeldern als in der dritten Liga. Ich würde mir trotzdem wünschen, Christopher, dass er die am Wochenende weghaut. Ein 1-0 reicht, Hauptsache ihr gewinnt. Wir gewinnen auch und dann ziehen wir die alle wieder ein bisschen runter und dann kommen sie alle wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Das kann ich prinzipiell so unterschreiben oder würde ich so unterschreiben. Das war auch mir ein ziemlicher Dorn im Auge, muss ich sagen. Dass die Vereine, die halt für eine Fortführung der Liga waren, sich prinzipiell immer geäußert haben zu den Vereinen, die nicht oder die für einen Abbruch waren. Das war, muss ich auch ehrlich sagen, das hat mich echt dolle genervt, um jetzt mal das Niveau zu halten. Das hat mich echt dolle genervt, muss ich sagen. Die haben immer gesagt, ja, ihr wollt nicht weiterspielen, ihr wollt euren Abstieg oder Aufstieg, wie im Fall von Mannheim, am grünen Tisch und bla bla bla. Aber andersrum hat jetzt keiner gesagt, ob vom FCM oder von Zwickau oder von wem auch immer, ja, ihr wollt da auch nur weiterspielen, weil ihr gerade eine gute Saison spielt. Also das ist so ein Ding, hat der Sascha Möller das auch gesagt, ja, ihr wollt nur nicht weiterspielen, habt den Fußball nie geliebt oder irgendwie Wahnsinn. so war der Wortlaut. Vollidiot. Ja, also also das sind so Aussagen gewesen, wo ich dann auch sage, gut, halt doch einfach einen Schnabel und gut ist, kümmere dich um deinen Mist und gut ist. Also das waren so Äußerungen, wo ich dachte, boah, warum äußert ihr euch, kümmert euch um euren Mist und gut ist. Spielt ihr Also noch gegen die? leider nein, Ah, leider schade. nein. Also ja, ich kann ja jeder seine Meinung haben, ich kann, wie gesagt, die Vereine auch verstehen, aber wie gesagt, ich habe mich da auch nicht geäußert dazu, nur weil 68 München beispielsweise, geiler Verein, gar keine Frage, aber seit 20 Jahren mal wieder eine gute Saison spielt. Also das sind so Sachen, ich meine, klar haben die auch Geldgeber dahinter, gar keine Frage. Aber das sind so Sachen, wo ich auch sage, beschäftigt euch doch nicht mit uns oder mit anderen Sachen, ihr habt doch genug Sachen zu tun und gut ist. Aber das Das ist genau kommt das noch. Ding, glaube ich, ne? Dass es andersrum eben nicht so war. Also die in Genau, Anführungsstrichen und das Verweigerer haben genau das meine nicht ich ja. kritisiert, ja? Also. Genau, da hat sich keiner dazu geäußert. Die hätten auch einen guten Grund gehabt zu sagen, ja, ihr wollt nur weiterspielen, weil ihr seit Jahren mal wieder eine gute Saison spielt und eine Chance habt aufzusteigen und weil ein Geldgeber dahinter ist. Ich meine, es ist doch logisch, dass die Vereine wie FCM, die seit Jahren jetzt gut gewirtschaftet haben, nicht an ihr Erspartes ran wollen. Oder die Vereine, die es nicht haben, gar keine Frage. Also die kann ich alle nachvollziehen. Aber sich so permanent Woche für Woche dazu zu äußern und Kritik vor allem zu äußern. Und andersrum war es eben nicht so. Und das war, wo ich auch dachte, boah, Leute, was ist mit euch? Ja, und das ist ja das, also man kann ja, also wenn man, es sind ja viele Unterstellungen auch gekommen, ja, also gerade eben das Thema, wir würden das ja nur machen hier in Magdeburg, weil wir eben nicht absteigen wollen und das gleiche in Zwickau oder auch in Halle oder wo auch immer das jetzt war. Aber was ja kurioserweise nie irgendwie mal zur Sprache kam, ist ja Folgendes, dass wenn man mal die Befürworter alle so ein bisschen durchgeht, ja, ob das jetzt 1860 ist, die haben Ismaik, ob das ein Hansa Rostock ist, die haben Elgeti, der vor 5 Jahren da 20 Millionen Euro Schulden im Stadionbereich abgelöst hat. Sonst wäre der Verein tot. Und der wird natürlich, da braucht mir auch keiner was anderes erzählen, der wird natürlich, wenn Rostock jetzt ein Problem bekommt finanziell aufgrund dieser Weiterspielgeschichte, dann wird er das Loch stopfen, weil der wird auch sein Invest nicht gefährden, was er da schon reingesteckt hat. Und das gleiche bei Würzburg, da steckt Feueralarm dahinter. Ich meine, die leisten sich einen sogenannten Global Head of Soccer, Felix Magath. Was soll denn der Scheiß? Also, das muss ich will nicht wissen. Also, das zeigt ja, wo die auch hinwollen, da mit Flyeralarm. Und dann das gleiche Thema Ingolstadt, da steckt Audi dahinter. Das ist, Ingolstadt ist im Prinzip von der Struktur, ist das ein zweitiges. Natürlich haben die weniger Probleme als ein Club wie jetzt der FSV. Dieses Konzept auch umzusetzen und auch das Ganze von der Mannstärke her umzusetzen, weil da ganz andere Strukturen da sind, ja, und dann, aber das wird komischerweise gar nicht thematisiert, in keinster Weise. Es wird nur auf die draufgehauen, die dagegen sind, weiterzuspielen, und dann wird auch nur, das ist für mich ein Totschlagargument, dann wird auch nur wieder gesagt, okay, guck doch mal, die sind ja Abstiegsgefährdet, beziehungsweise die stehen auf dem Abstiegsplatz, deswegen wollen die jetzt abbrechen, am besten ohne Absteiger, dass sie ja drin bleiben. Ja, das ist aber Schwachsinn. Ich meine, es war aus Zwickau, der Herr Lege heißt er, glaube ich, ja. Er hat das ja im MDR nicht nur einmal erklärt, was der Sache ist. Das gleiche ja bei uns mit Mario Kalnick. Die haben ja das gut erklärt und schön, dass du es auch angesprochen hast, Christopher. Natürlich ist es so, dass hier in Magdeburg das, was man hier in den letzten Jahren erarbeitet hat, finanziell, wofür Mario Kalnick letztes Jahr auch viel Kritik einstecken musste, dass das Geld nicht ausgegeben wurde. Deswegen ist man ja auch ja, jetzt
haben aber die Situation, dass wir aus der Nummer trotz großer Verluste relativ unbeschadet aus der Nummer rauskommen. Und das Geld ist sicherlich für andere Sachen geplant gewesen und nicht dafür, um hier ein völlig schizophrenes Hygienekonzept umzusetzen. Und der nächste Punkt ist ja, das ist auch wieder so ein Ding, der DFB hat gesagt, ja, na Insolvenzen, ja, wenn das jetzt zu Insolvenzen kommt, dann werden wir das in der nächsten Saison im Finanzierungs-, Lizenzierungssystem, werden wir das dann nicht ahnden. Ja, schön, Kaiserslautern jubelt wahrscheinlich schon, 11 Millionen Euro Schulden. Die werden natürlich nächstes Jahr in Planinsolvenz gehen und werden das alles schön beiseite schieben und können sagen, ja, boah, wir sind aus der Nummer raus. Und das ist halt, das ist doch Schwachsinn, ja, genauso, dann verweist man auf, sorry, dass ich das jetzt so deutlich sage, aber dann verweist man auf einen Verein beim DFB, sagt man, ja, in Sachsen hat ja der Chemnitzer FC auch weitergespielt. Die können also auch, dass sich, ja, Chemnitz hat keine Ahnung von Finanzen, die kommen aus einer Insolvenz. Das ist in meinen Augen der erste Club nächstes Jahr, der wieder Insolvenz anmeldet. Und aber planen sie, und passiert ja nichts. Es gibt keine Punkteabzug, sie kriegen die Lizenz, es wird nichts passieren. Und das ist die Schweinerei an der Geschichte, die ich hier sehe. Die Clubs, die vernünftig wirtschaften, also die so wirtschaften, dass sie kein Minus machen, wie wir, wie Halle, ist ja auch bekannt, dass klar ist alles wirklich auf Kante genäht, klar, aber sie machen keine Verluste. Das wird in Zwickau, ich denke, dass es in Zwickau ähnlich ist. Die werden bestraft, weil sie keine Schulden machen. So, und Clubs wie Kaiserslautern, die seit Jahrzehnten nur Mist machen auf finanzieller Ebene. Und die stehen ja nicht ohne Grund da, wo sie jetzt stehen. Wenn man bedenkt, dass die vor 22 Jahren noch deutscher Meister gewesen sind. Und also, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist das, was mich dann als nächstes auch dann in dieser ganzen Diskussion, also oder in dieser ganzen Thematik so ärgert, dass man wirklich Vereine, die vernünftig und solide wirtschaften, so dermaßen bestraft, also gerade in dieser Liga, das muss man auch noch sagen, es ist ja bekannt, dass diese Liga eigentlich eine Bankrottliga ist. Ich glaube, der Christian Beek damals hat das gesagt, als die dritte Liga gegründet wurde, als er in Cottbus irgendwie war oder bei Union, ich weiß jetzt gar nicht genau, du musst innerhalb von 5 Jahren aus dieser Liga raus, sonst kriegst du ein Problem. Und ich glaube sogar, dass das inzwischen noch schärfer ist. Ich glaube, inzwischen reden wir nicht mehr von 5 Jahren, sondern von 3 Jahren. Es sei denn, du hast die Möglichkeiten, das irgendwie so zu strukturieren, dass du dann eben ein solider Drittligist bist. Aber das ist halt unheimlich schwierig, weil im Prinzip ist es eine Durchlaufliga. Die runterkommen, die wollen alle wieder hoch. Und die von unten hochkommen, die sehen natürlich zu, dass sie nicht wieder absteigen, weil der Sprung von der dritten in die Regionalliga ist ja nochmal. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt. Du steigst dann mal, jetzt gehst du hier finanziell ins Risiko, du hast keine Zuschauereinnahmen, gehst finanziell ins Risiko für dieses Hygienekonzept, haust einen Haufen Geld raus, verschuldest dich und steigst ab. Und dann stehst du in der Regionalliga mit 30.000 Euro Fernsehgeldern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was denn dann? Dann ist der DFB raus, weil er sagt, ja gut, das Problem der Landesverbände. Also, die machen sich das so einfach und das ist einfach nur krass, dass man da auch die Vereine so im Ring stehen lässt in der ganzen Diskussion. Das ist irre. Weißt du, was wir machen, Thomas? Wir klippen jetzt dieses Plädoyer raus und veröffentlichen das nochmal, weil ich glaube, das hat es echt auf den Punkt gebracht aus Fansicht. Da hast du, glaube ich, gerade vielen Fans aus dem Herzen gesprochen. Alle Punkte, die du genannt hast. Und wir haben auch das Feedback bekommen auf Facebook, auf YouTube, dass das genau das ist, was auch die Fans denken. Und Christopher, auch für dich nochmal das Feedback, da wurde geschrieben, behalte dir deine ehrliche Art, auch wenn das vielleicht nicht allen gefällt. Ja. Absolut. Das ist ja, ich bleib dabei. Ja. Den hört man immer am besten mit, auch wenn, wie du schon sagst, nicht jedem gefällt. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe immer von einem gesunden Menschenverstand gesprochen. Also wahrscheinlich reicht auch ein normaler Menschenverstand dazu, um das eigentlich so zu sehen. Aber wie gesagt, wurde ja schon oft gesagt, dass der BFB einfach so viel Glück macht, das Beste draus. Und wie gesagt, manchmal muss ich auch sagen, fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Affe im Zirkus. Wenn irgendwelche Leute Lust haben, so, ach komm, Fußball geht wieder los, komm, mach mal und tu mal. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz schwieriges Thema, komisches Thema. Ich muss da mich auch aktuell immer mal ein bisschen die Zunge beißen, damit ich nicht alles rausposaune, was mir so auf der Zunge liegt. Aber es ist halt so. Wie ist denn das? Das würde mich mal noch interessieren. Wie ist denn das, wenn du, ich meine, du hast es auch gesagt, ihr habt ja ganz andere Bewegungsabläufe auf einmal. Wie ist denn das aus, ja, wie sind denn da die Mannschaftsärzte jetzt dabei? Also auch, oder die Physios? Ist da mehr jetzt, also mehr Arbeit auch da für die Kollegen, weil sie eben sagen, okay, die Belastung, die jetzt auf euch zukommt, aus dem Kalten heraus, die ist ja schon immens. Ich meine, das ist ja ein Programm, das fährst du ja nicht mal in der normalen Europapokalsaison. Selbst die fahren ja nicht so ein Programm wie ihr jetzt. Ist da in Sachen Trainings- und Belastungssteuerung, wird da jetzt noch mehr drauf geguckt als vorher oder ist das jetzt erstmal noch egal und das kommt dann vielleicht alles noch? Ja, die Füße sind schon hinterher. Also der Trainer fragt auch regelmäßig, wie es aussieht, wer da so die kleinsten Probleme hat, der macht dann ein bisschen weniger.
Also da wird schon Rücksicht genommen. Ich meine, unser Kader ist jetzt auch nicht riesengroß. Also unser Kader ist für so, also ist wahrscheinlich gar kein Kader, aber unser ist auch relativ klein, für so eine Sache gar nicht ausgelegt. Also ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob du dann in der dritten, vierten englischen Woche, ob du überhaupt noch 18 Mann auf der Bank hast. Also das bezweifle ich. Wie gesagt, du bist ja aus Spielersicht, bist du ja, wenn du überlegst, okay, du hast 6 Wochen Vorbereitung ungefähr im Schnitt, hast davor aber schon was gemacht, hast dann 2, 3 Spieltage und dann kommt die erste englische Woche. Wenn du als Spieler 3 Spiele machst, machst du 3 Kreuze nach der Woche. Wenn das rum ist, da hoffst du nach dem letzten Spiel, okay, hoffentlich gibt der Trainer 2 Tage frei, damit du einfach mal, ne, nichts machen musst. Und jetzt kommen halt 5 am Stück. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie, also, da hast du wieder diese Sache, wie soll das funktionieren? Und das sind halt so Sachen. Ja, ich meine, wie gesagt, die medizinische Abteilung ist da schon hinterher und gucken, wir hatten jetzt auch schon das eine oder andere Problem. Hält sich aber aktuell noch in Grenzen, muss man sagen, aber bleibt nicht aus. Ja gut, die Belastung ist ja auch noch nicht, ich denke mal, die Belastung ist ja auch noch nicht, das ist ja im Spiel noch was ganz anderes als im Training. Absolut, absolut. Und die Frage, also das ist ja auch so ein Ding, also jetzt komme ich wieder, muss ich wieder nochmal darauf zurückkommen, das ist ja auch so ein Ding, die DFL hat ja auch gesagt, ja, wichtig ist, dass am Spieltag dann 14 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, also denen scheint auch völlig bewusst zu sein, dass das durchaus eine Situation sein kann, wie du schon geschildert hast, dass wahrscheinlich die letzten 3 Spiele wahrscheinlich keine 18 Spieler mehr auf dem Spielberichtsbogen stehen. Und das ist ja krass, also ich weiß nicht, ob sie noch auf die Idee kommt zu sagen, naja, wenn es nicht anders geht, dann holt er noch ein paar B-Jugendliche in den Kader oder so, keine Ahnung, also. Ja, oder keine Ahnung, der Trainer hat noch irgendwo einen Pass, ja, Betreuer, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ja, keine Ahnung, das sind so Sachen, die, ich weiß nicht, ob da zu Ende gedacht worden ist einfach, ob das so alle Szenarien durchgespielt worden sind oder ob dann einfach gesagt wurde, gut, jetzt muss es losgehen und viel Glück und wir haben die Gegebenheiten geschaffen, in Anführungsstrichen, und macht das Beste draus. Da sind auf jeden Fall noch sehr viele Fragen offen, glaube ich. Das hat sich, glaube ich, jetzt ergeben. Wir haben 1 Stunde gesprochen, Männer. Das verging wie im Flug tatsächlich. Wir haben noch eine Frage, die wir klären müssen, die, glaube ich, 4, 5 Mal jetzt im Chat gestellt wurde. Und zwar möchte Sophie Baldung unbedingt eine Autogrammkarte haben von dir, Christopher. Ist das möglich? Wie kann sie da rankommen? Jetzt kommt es auf an, was er für eine Autogrammkarte möchte. Ja, kannst welche du dir sogar Vereine aussuchen. Draufstehen? Ja. Kann ich mir aussuchen. Ja. Und dann gibt es 2. Also mit 2 kann ich aktuell dienen, ja. Also mit 2 verschiedenen. Hervorragend. Also einfach an Christopher wenden und dann macht er das möglich. Und wir müssen dir noch gratulieren zum Aufstieg zur Wahl in die FCM 11 des Jahrzehnts, habe ich neulich gesehen. Hast du das auch mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Vielen Dank. Habe ich dann doch nicht so viel falsch gemacht, ne? Die letzten Jahre. Thomas hat dich bestimmt auch gewählt, denke ich mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Schande. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ja, aber ich denke mal, da spreche ich für viele. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ich meine, du hast hier 2 Aufstiege mitgemacht, warst bei beiden Aufstiegen prägende Figur und also von daher. Auch dafür nochmal danke, ja, dass wir das hier. Dass du das hier mitgeruppt hast alles und dass du uns hier wirklich dann auch dahin mit dahin gebracht hast, wo wir jetzt eben auch sind. Ja. Dafür auch nochmal danke von mir. Ja, danke zurück für die netten Worte, aber gerne habe ich das gemacht. Also ich meine, der FCM hat mir ja auch den Weg wieder in Anführungsstrichen in den Profifußball geschaffen. Ich habe mich als Fußballer weiterentwickelt, als Mensch. Wie gesagt, Magdeburg ist jetzt meine 2. Heimat oder meine Wahlheimat, sagen wir es mal so, geworden. Von daher bin ich dankbar, dass ich die Sachen erleben durfte mit euch und viele Schlachten geschlagen habe. Und ich bin froh darüber, dass es so gekommen ist alles. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Christopher. Vielen Dank, dass du dabei warst und viel Erfolg für die nächsten Wochen und vor allen Dingen bleib gesund. Ja. Ja, ebenso, danke. Thomas, dir auch vielen Dank für deine Zeit. Noch viel Spaß mit dem Bier, das du da neben dir zu stehen hast. Das habe ich schon entdeckt. Und mit den Spielen des FCM in den nächsten Wochen, so es dann Spaß machen kann. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen, für die ganz, ganz vielen Kommentare, die heute wieder reinkamen. Und ja, es könnte sein, dass wir uns relativ bald wiedersehen. Wir arbeiten da gerade schon an der 3. Folge und hoffen, dass ihr auch dann wieder dabei seid. Tschüss. Jo, alles klar, danke. Ciao, ciao. Tschüss.